Wir sind im Werk am Wartec in Basel. Diese Treppe wurde notwendig, weil wir das Malzsilo hinten im Bild ausgebaut haben und diesen neuen Trakt wie neu erschließen müssen. Also im Zuge vom Umbau hat man dann beschlossen, die alte Treppe, die als reine Fluchttreppe definiert war, zu entfernen und mit der neuen Treppe nicht nur das Malzsilo zu erschließen, sondern auch noch die angegliederten Nebengebäude. War zum Teil vorher schon, aber hier hat man dann versucht, das optimaler zu lösen. Ein weiterer Aspekt war, durch den Umbau des Malzsilos den Raum, den Hof stärker zu betonen und das Malzsilo stärker herauszuarbeiten. Deswegen die alte Treppe, die als Treppenturm gebaut war, hat das Silo zugestellt. Und mit der neuen Anlage hat man dann versucht, das Silo freizuspielen und eine freiere Einsicht auf das Silo zu bekommen. Ich sage immer, die Treppe ist nicht gestaltet. Für mich ist die Treppe nicht gestaltet. Ich bin Szenograf und in der Szenografie werden Orte oder Gegebenheiten in Szene gesetzt. Also es geht in der Szenografie nicht um das Bild, es geht meistens eigentlich um die Darbietung. Es geht hier um diesen Raum. Es geht hier um diese Nische, um diesen Bewegungsraum. Und wir haben hier diese Treppe entworfen, nicht mit den Augen, sondern mit den Füßen. Also es ging darum, wie komme ich mit meinen Füßen in diese diversen Stockwerke und wie passiert das am einfachsten und wie wird eben diese Problematik gelöst mit diesen unterschiedlichen Ebenen auf einem Stock. Und da war eine der Hauptentscheidungen, war, dass wir mit jedem Treppenlauf genau auf die Tür zulaufen, wo wir hinwollen. Die Entscheidung, dass es in eine Grünrichtung geht, war ziemlich bald klar. Von diesen Grünen gab es dann ca. 30 Mustern. Wir haben gemerkt, dass wir uns entscheiden müssen, ob diese Treppe wie ein eigenes Objekt da steht, das heißt auch eine eigene Farbgebung hat, die eigentlich mit dem Haus nichts zu tun hat, oder ob wir uns in der Buntheit dem Haus angleichen. Wir sind dann natürlich alle nicht einer Meinung, aber wir haben dann gemerkt, dass diese starke Form nicht unbedingt auch noch eine starke, kräftige Farbe braucht. Wir haben das Gefühl, jetzt mit dieser Farbe hier, mit diesem Mint oder wie man das dann bezeichnen will, bekommt die Form eigentlich eine stärkere Aussage. Die Schatten fallen ganz anders und die Rücksicht oder der Respekt zum restlichen Gebäude ist wie gewährleistet.